Liebes Gospelforum, liebe Gäste, auch zu Hause am Livestream, mein Name ist Matthias und mir ist es eine Ehre und eine Freude, heute Morgen etwas mit euch teilen zu dürfen, von dem ich glaube, dass Gott es mir für uns heute aufs Herz gelegt hat. Ist eine ganz simple Botschaft und ehrlich gesagt, nach dieser kraftvollen Lobpreiszeit komme ich mir so ein bisschen vor, als ob ich uns ermutigen würde, Wasser in den Neckar zu tragen, als ob es da nicht schon genug von gäbe, aber ich riskiere es trotzdem mal. Ja, vielleicht im besten Fall nimm es als Bestätigung, aber ich glaube, da hat Gott noch ein bisschen mehr. Es ist eine ganz simple Botschaft, der ich mal einen einfachen Titel gegeben habe, vor Gott stehen. Und ich habe zwei Ziele, die ich verfolge. Mein erstes Ziel, das ist so mein Generalziel in allem, was ich tue. Und wer mich kennt, der kann das wahrscheinlich schon mitsprechen. Mein erstes Ziel ist es, dich zu ermutigen. Denn ermutigte Menschen gehen ihre Herausforderungen an. Ja, entmutigte Menschen resignieren darin, aber ermutigte Menschen gehen ihre Herausforderungen an. Deswegen, wenn du möchtest, dass sich in deinem Umfeld, in deinem Wirkungskreis irgendetwas zum Positiven hin verändert, fang an, alles zu ermutigen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, und du wirst merken, es kann nicht so bleiben, wie es ist. So, Ermutigung. Und konkret, wie soll das heute aussehen? Mein Herz und mein Wunsch ist es, und ich bete, dass Gott Gnade schenkt, dass es gelingt, uns heute in eine neue Dankbarkeit, auch in ein neues Staunen und in ein neues Bewusstsein, auch mit ganz praktischen Impact zu führen über eine für uns Selbstverständlichkeit, oftmals Selbstverständlichkeit über etwas, was eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Über ein Privileg, das wir haben, von dem es uns manchmal vielleicht sogar nervt, dass wir es haben. Nämlich über das außergewöhnliche Recht, stehen zu dürfen vor Gott. Und wenn ich sage stehen, dann meine ich tatsächlich stehen im ganz eigentlichen Sinne, so wie ich jetzt hier heute vor euch stehe. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du auch das Privileg, wie ich es hatte. Ich empfinde es rückblickend als Privileg, schon von klein auf mit Jesus groß geworden sein zu dürfen. Ich habe das punktuell so in meiner Kindheit nicht immer als Privileg empfunden. Ja, zum Beispiel, wenn die Gemeinde sich erhoben hat, im Lobpreis zu stehen, dann musste ich auch stehen. So, auch wenn ich keine Lust hatte. Also stand ich äußerlich, aber ich saß innerlich. Ich hatte nicht so richtig verstanden, was es bedeutet, vor Gott stehen zu dürfen. Und ich habe uns zum Einstieg mal ein Bild mitgebracht, was wir gerne für ein paar Minuten mal auf uns wirken lassen möchten. Es ist ein sehr altes Bild, das sogenannte Orante-Fresko. Orante, das ist diese Körperhaltung, diese anbetende Haltung, wie es heißt. Das Bild stammt aus der Priscilla-Katakombe in Rom, aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, also in einer Zeit, in der das Christentum noch verfolgt wurde. Und lass uns dieses Motiv mal betrachten. Da steht sie, dieser Priscilla, mit großen Augen, konzentriert nach oben blickend, die Arme weit, erhoben, Handflächen nach oben, eine ehrerbietige, keine ängstliche, aber eine ehrfürchtige, eine gespannte Erwartungshaltung, die sie hat. Sie ist frontal abgebildet, was im antiken Verständnis bedeutet, dass hier das Motiv repräsentativ für das gesamte Leben steht. Also wenn so Episoden dargestellt wurden, wurden die Figuren immer seitlich abgebildet, aber ist ein Motiv von vorne zu sehen, dann bedeutet das, hier ist das Fazit eines Lebens dargestellt. Und das Fazit ihres Lebens lautet, sie war eine Anbeterin vor Gott. Und das ist in der Antike unter Christen ein sehr häufig dargestelltes Motiv, was wir finden. Und dabei ist es gar kein selbstverständliches Motiv für diese Zeit, denn das Besondere ist eben, dass sie steht vor Gott. In der Antike war es üblich, vor einem Gott, ja, da ist dein Platz auf den Knien. Da hast du zu sein oder zu liegen. Sofern du überhaupt das Recht hast, in die Gegenwart eines Gottes kommen zu dürfen. Es gibt ja bis heute noch auch viele Religionen, wo auch ein Jenseitsglaube da ist, an ein Paradies, aber selbst dort ist Gott noch eine unerreichbare, eine ferne Distanz. Nicht so bei unserem Gott. Amen. Und das war das Übliche, aber da steht sie vor Gott. Und das ist besonders für sie. Und das ist auch besonders für uns. Und das uns heute neu mal ein bisschen zu zeigen, vielleicht auch zum ersten Mal, das ist mein Herz. Und lass uns dazu mal in die Bibel schauen. Es ist immer gut, wenn in der Predigt auch die Bibel zu Wort kommt. So mein erster Hauptpunkt, vor Gott zu stehen, ist auch in der Bibel etwas mit einer Botschaft, ist auch etwas Besonderes. Stehen ist mehr als nur ein biologischer Vorgang. Und ein kurzer Einwurf, mir ist
klar, dass es hier und auch andernorts Menschen gibt, die diese Botschaft jetzt hören und denen es aktuell nicht möglich ist, tatsächlich zu stehen, aus eigener Kraft auf ihren zwei Beinen. Ich habe das nicht vergessen und ich komme nachher nochmal drauf zurück. Jetzt lasst uns aber erstmal noch dieser Spur folgen. Stehen vermittelt eine Botschaft. Sehr oft stehen ist oftmals eine Proklamation von Freiheit. Ja, Freiheit von verschiedensten Dingen, von Umständen, von Bindungen, von Krankheiten und so weiter. Und ich möchte ein paar Stellen in der Bibel mit euch betrachten und die erste davon mal ein bisschen ausführlicher, will man den ganzen Text lesen, um uns mal das ganze Drama kurz vor Augen zu führen, aus dem heraus Jesus Erlösung schenkt. Und da lesen wir im Markus-Evangelium im Kapitel 9, ab Vers 14. Und als Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Er beantwortete ihnen und spricht, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich. Und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hatte ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine große Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Das ist es, was Jesus tut, ihr Lieben. Jesus richtet auf. Jesus, er stellt wieder hin. In Lukas Kapitel 13, Vers 12 und 11 lesen wir, Vers 12 und 13. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. In Markus 2, Vers 11 lesen wir, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf. Kapitel 5, 41, und er ergriff des Kindes Hand und spricht zu ihm, Talita cum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf. Ihr Lieben, steh auf. Ich habe selber nachgezählt, 14 Mal in den Evangelien, 12 Mal in der Apostelgeschichte lesen wir, steh auf. Es ist Gottes ganzes Herz, Menschen aufzurichten. Es ist Gottes ganzes Herz, dass Menschen vor ihm stehen. So wunderbar programmatisch zum Ausdruck gebracht im Buch Jesaja schon, Kapitel 42, Vers 3. Das Herz Gottes, dass er das geknickte Rohr, das wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das, was gebeugt ist, Gott will es aufrichten. Das, was niederdrückt, Gott will es gerade machen. Das war damals so und es gilt auch heute noch. Wir dürfen stehen vor Gott. Du darfst stehen vor Gott. Das ist mein zweiter Punkt. Und wenn wir uns als erstes sagen, stehen vor Gott, das hat sogar eine zukünftige, eine ewige Dimension. Paulus schreibt darüber im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wenn er schreibt, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Amen. Einer ist begeistert, das ist cool. So, jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten. Der Grund, weshalb wir stehen dürfen vor ihm, ist Jesus. Wir stehen mit ihm und wir stehen durch ihn. Weil Christus auferweckt wurde und auferstanden ist, deswegen dürfen wir stehen vor Gott mit ihm.
Und deswegen ist Stehen vor Gott auch kein Hochmut. Auch diese orante Gebetshaltung nicht. Nein, Stehen vor Gott ist ein dankbares und ein glaubendes Annehmen dessen, was Christus für uns getan und erwirkt hat. Ich sage es nochmal, mit der richtigen Herzenshaltung ist Stehen vor Gott ein glaubendes und dankbares Annehmen dessen, was Christus für uns getan und erwirkt hat. Ja, alles, was uns trennte und klein machte vor Gott, ist nun ausgeräumt. Er hat es ans Kreuz genommen, es ist weg. Keine Schuld mehr, die niederdrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus hat sie weggenommen. Wir dürfen aufrecht stehen vor Gott. Wir dürfen aufrecht stehen vor Gott. Paulus schreibt im Römerbrief, in Kapitel 5, Vers 2, über Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ja, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Da lässt sich vieles übertragen natürlich. Wir haben einen Stand in der Gnade. Lass uns mal schauen, was damit alles einhergeht. Ein Stand in der Gnade, da ist eine neue Würde, kommt damit zum Ausdruck. Ja, die Würde, die uns von Sünde geraubt wurde. Der ganze Schmutz, alles weg. Durch Christus steht der Mensch als Krone der Schöpfung wieder so vor Gott, wie und wozu er geschaffen wurde. Da geht ein Wohlbefinden und eine Wiederherstellung mit einher. Wir stehen, wo wir stehen sollten, vor Gott, ohne Verdammnis, die trennt. Da geht Freiheit mit einher. Ich habe mir sagen lassen von unseren Geschwistern, von Christen in Nordkorea, dass es ihnen nicht erlaubt ist, in den Arbeitslagern zum Himmel zu blicken. Sie müssen immer gebeugt laufen, immer den Blick zur Erde, immer, 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 immer. Und ich will dir sagen, auch wenn du heute Morgen da bist und es dir aktuell nicht möglich ist, im Leib zu stehen, tatsächlich aufrecht zu stehen, dann darfst du wissen, innerlich, genauso wie unsere Geschwister dort, innerlich darfst du bereits stehen vor Gott. Jetzt schon, so wie du es spätestens auch in der Ewigkeit dann mit deinem erneuerten Leib tun wirst. In der Ewigkeit, für alle Ewigkeit, spätestens dort. Ein Selbstbewusstsein geht mit diesem Stand in der Gnade einher. Ein Selbstbewusstsein, das weiß um seine Identität. Lass uns mal gucken, in Kolosser 1 schreibt Paulus, in 21 und 22, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, schreibt er. Feinde. Nach der Gesinnung in den bösen Werken hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich in den Schmutz zu werfen. Nein! Ja, so du merkst, was die Power einer Aussage, einer Schriftstelle ist, wenn du einfach mal ein Wort veränderst und ihr einen anderen Sinn gibst. Heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist es, was Gott tut. Damit geht eine Bereitschaft und eine Ermächtigung einher. Stehen vermittelt eine Aufmerksamkeit, eine Gespanntheit. Ja, wer steht, der ist bereit zu reagieren, bereit, den Willen Gottes zu tun. Wer steht, der lebt und kann gestalten. Tote stehen nicht, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber wer steht, der lebt. Wer steht, der kann auch arbeiten, schaffen, Aufträgen nachkommen. Wer krank ist, der liegt flach, so sagen wir. Ja, da geht nichts. Aber anders, wenn man steht. Deswegen wird man auch in den Dienst gestellt. Ich habe noch zwei Bibelstellen. Heute gibt es ein paar mehr Bibelstellen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ne? So im Gottesdienst ist es okay. Fantastisch, danke. Hey, ihr seid Ermutiger. Das ist der Hammer. 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Paulus schreibt an Timotheus über sich selbst im ersten Brief in Kapitel 1, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Wow, hey, mich begeistert das, wie unser Gott drauf ist. Es ist so großartig. Und es gibt ein Thema, was ich jetzt noch praktisch in den Blick nehmen möchte mit euch. In meinem dritten und letzten Punkt schon, da wären ja, wenn wir über Stehen vor Gott sprechen, eine ganze Fülle von Übertragungen und Themen möglich. Eines möchte ich herausgreifen, nämlich einen praktischen Fokus setzen auf Stehen. Und zwar auch hier wieder ganz wörtlich gemeint, Stehen in Lobpreis und Anbetung. Es ist nur ein Beispiel und ich möchte kurz vorausschicken, wenn ich über ein Beispiel spreche, so die Fokussierung auf ein Beispiel, das nötigt natürlich immer zu einer gewissen Einseitigkeit in der Darstellung,
Aber mir ist wichtig zu sagen, dass das irgendwie nicht als ein Königsweg neben anderen vermeintlich minderwertigen Wegen in der Anbetung verstanden werden soll. Ja? Kurz dann noch ein Zwischenwort zu anderen Anbetungshaltungen auch, wie Sitzen oder auch auf den Knien, im Liegen. Alles das ist nichts weniger wert vor Gott. Wenn wir uns beugen vor ihm, ja, und damit unsere Demut und auch unsere Einsicht über die eigene Schwäche und die Ohnmacht ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, das ist eine powervolle Geste in der Anbetung. Gleichzeitig bekommt diese Geste aber gerade dadurch erst ihre Kraft, dass wir sie freiwillig tun, weil unser Stand eigentlich ein anderer ist. Eine Verbeugung, die dir abgenötigt werden würde, die ist nichts wert. Ja, so wir beugen uns vor ihm, aber es erhält dadurch ihre Kraft, weil unser Stand durch Christus eigentlich ein anderer ist. Ja, alles andere, also es ist genauso Anbetung, hindert auch Wirken Gottes nicht. Ich finde es ganz witzig, Lukas in Apostelgeschichte 2, er betont sogar, dass der Geist Gottes fiel zu Pfingsten, als sie beisammen saßen. Ja, aber Sitzen und Liegen, das fällt uns von Natur aus sowieso leichter. Couchverkäufer sagt immer, der durchschnittliche Deutsche liegt 200 Stunden pro Monat auf seiner Couch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, der hat ja ein zielführendes Anliegen, wieder irgendwas Tolles zu verkaufen, aber selbst wenn es nur die Hälfte wäre, hey, das ist eine Menge Zeit, die wir liegen. Und deswegen schon möchte ich heute den Fokus neu und besonders auf das Stehen mal setzen. Auf das Stehen setzen. Auf das Stehen legen irgendwie. Okay. Ich habe noch einen Bibelvers, den habe ich jetzt hier nicht mit dabei, aber ich fand ihn witzig. Ich lese ihn euch einfach mal vor. In Josua 7, Vers 10, da sagt Gott zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Gesicht? Ja, ich dachte, ich bringe es einfach mal mit. So. Und ganz praktisch, wenn es um das Stehen vor Gott geht, dann hat das etwas mit deiner Identität und mit deinem Ruf als König und Priester zu tun. Unsere Identität und Berufung ist es, ein königliches Priestertum zu sein. Petrus schreibt darüber in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, in Offenbarung 1 lesen wir auch von dieser Berufung. Wir sind ein königliches Priestertum. Und auch da könnten wir natürlich auf eine Fülle von Übertragungen zu sprechen kommen. Einen Stand einnehmen in dieser Welt, dankbar und demütig und doch zugleich kühn und kraftvoll, wissend, wer wir sind in Christus und auf welchem Fundament wir stehen. Aber auch hier möchte ich ganz im eigentlichen Sinne über Stehen sprechen. Und ich habe mir zunächst mal überlegt, was ist denn die vielleicht einfachste und ganz pragmatische Definition eines Priesters? Und ich habe für mich meine Definition gefunden, so: Ein Priester ist eigentlich zunächst mal ein Link zwischen Himmel und Erde für andere. Ja, in gewisser Weise hat ein Priester so eine Art Scharnierfunktion. Er repräsentiert einerseits die Menschen vor Gott, zum Beispiel indem er für sie Fürbitte tut, wo Menschen es selbst nicht tun können, weil sie ihn vielleicht noch gar nicht kennen oder so. So, das ist die eine Richtung, in die ein Priester tätig ist, und gleichzeitig in gewisser Weise repräsentiert ein Priester auch Gott vor den Menschen, indem er ihnen zum Beispiel die Heilstaten Gottes vermittelt oder ihnen Zuspruch gibt von Vergebung und so weiter. So, in gewisser Weise ist ein Priester ein Link zwischen Himmel und Erde, aber immer für andere. Ja, ein königlicher Priester ist man nicht für sich selbst, sondern man ist es für andere. Und umso mehr, auch wenn wir hier zusammenkommen als Leib Christi, wenn wir in die Celebration kommen, ins Haus Gottes, hier stehen wir zusammen als königliches Priestertum. Und das lass uns noch für wenige Minuten mal in den Blick nehmen. Weißt du, deine Haltung, sie schafft Atmosphäre. Und auch hier wieder ganz konkret so deine Körperhaltung, du schaffst damit Atmosphäre. Du strahlst ja, du und ich genauso, wir strahlen ja permanent etwas aus. Und zwar einerseits immer für uns selbst, zunächst mal. Ja, wir bauen auch immer Atmosphäre für uns selbst. Du kennst das vielleicht, wenn du zu Hause alleine bist und nicht damit rechnest, dass jemand an der Tür klingelt und du hast einen Tag zu Hause. Du läufst rum mit Klamotten, die du draußen nicht anziehen würdest. Wo deine Frau dich auch dann zurückhält, wenn du nur Müll rausbringen willst. Ja, Männer nicken anerkennend, die wissen, wovon ich spreche. Und wenn du dich im Spiegel siehst, in diesem Schmuddellook, das ist jetzt nicht so immer so ansprechend, ja, je nachdem, wie dein Selbstbewusstsein ist. Aber wenn du dich auf ein Business-Meeting vorbereitest oder zu einer Hochzeit gehst und dich so richtig schick in so ein James-Bond-Outfit wirfst und dich dann im Spiegel siehst, das macht etwas mit dir.
Du baust Atmosphäre für dich selbst. Und manches Mal, auch wenn ich einen Tag Homeoffice habe, ich ziehe mich an, so als ob ich ins Büro gehe, weil ich mich selbst dadurch in ein professionelles Mindset begebe. Und das macht etwas mit mir, was mich selbst motiviert. So einerseits, wir bauen Atmosphäre immer für uns selbst, aber wir bauen Atmosphäre auch immer für andere. Du und ich, wir strahlen immer etwas aus. Oftmals prägen wir die Atmosphäre um uns herum nur mit, ja, spiegeln sie wieder. Das ist dann so eine dauernde Wechselwirkung. Zum Beispiel, so typisch ist es so, wenn du so im Bus unterwegs bist oder in der S-Bahn. Ne? Alle Köpfe wackeln immer gleichzeitig so mit in die Richtung. Allgemeine Trägheit um uns herum und egal, wo du bist im Leben, in so eine Atmosphäre kann man sich ganz leicht mit hineinbegeben. Du spiegelst da nur wieder, was um dich herum geschieht. Und gleichzeitig dadurch, dass du dich mit einklingst, bist du natürlich auch selber wieder ein Baustein innerhalb dieser Atmosphäre, weil du förderst sie auch weiter dadurch, weil du bist ja auch einer von den vielen, die es mit ausstrahlen. So in dem Fall bist du wie so ein Thermometer, stellst die Temperatur um dich herum fest, aber wir ändern nichts daran, ja, sondern fördern sie weiter. So irgendwie passiv und doch aktiv. Irgendwie so. Oder wir entscheiden uns, ein Thermostat zu sein, indem wir besonders bei negativer Atmosphäre um uns herum, dass wir sie durchbrechen und uns entscheiden, die Atmosphäre positiv mitzuprägen. Und das Ernüchternde und zugleich Gute ist, ja, da wir sowieso immer Atmosphäre bauen, also wir können dem ja gar nicht entfliehen. Ja, wir bauen immer Atmosphäre für uns und für andere, egal wo wir sind, wann wir sind, ob auf der Arbeit, ob zu Hause, in der Familie, ob wir mit Freunden unterwegs sind. Wir bauen immer Atmosphäre mit. Durch unsere Ausstrahlung. Und das Coole ist, da es ja sowieso immer der Fall ist, kann ich mich ja auch gleich dazu entscheiden, das Ganze aktiv, positiv zu prägen und zu gestalten. Weil ich tue es ja sowieso. Also kann ich es auch richtig machen. Und die Frucht davon, siehe, oh, noch jemand ermutigt. Dankeschön. Fantastisch. Super. Und die Frucht davon ist grandios. Wie geschieht eigentlich Kommunikation? Ja, schauen wir uns das mal kurz an. Ihr kennt vielleicht das Modell von Mehrabian, das ist schon aus den 70ern. Die Prozentzahlen, die sind ein bisschen umstritten, aber die Tendenz insgesamt, die ist stimmig. Also das findet Konsens. Wann immer jemand eine Botschaft vermittelt, jetzt so wie ich zu euch spreche oder auch ihr untereinander kommuniziert, man sagt, 55% einer Botschaft wird transportiert über Mimik und Gestik, 38% über Stimme und Tonfall und nur 7% verbal, also über den eigentlichen Inhalt dessen, was du sagst. Ich habe noch ein paar andere Studien gelesen. Das Maximale, was ich gefunden habe, was eine Botschaft im verbalen Bereich ausmacht, sind 20%. Dann würden aber immer noch 80% im nonverbalen Bereich liegen, der Mimik, der Gestik, der Stimme und der Tonfall. So bauen wir Atmosphäre. Und du kennst das auch sicher, dass jemand vor dir steht und dir irgendwas erzählt und irgendwie hast du das Gefühl, du hörst seine Worte, aber da stimmt was nicht. Manchmal muss ich auch sagen, hey, make me believe. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, das ist nicht so richtig stimmig. Aber um euch zu ermutigen, ich habe es einmal, ich erlebe das leider nicht regelmäßig, aber einmal habe ich das sehr kraftvoll erlebt. Ich war auf einer Hochzeit, habe da gepredigt auf Deutsch und da war ein Kinderarzt aus Florida da. Der konnte nur Englisch. Aber im Anschluss an die Predigt kam er zu mir, hat sich bei mir für die Predigt bedankt. Und ich war ganz erstaunt, habe ihn gefragt, was er denn verstanden hat und er konnte mir die wesentlichen Inhalte meiner Botschaft wiedergeben und er sagte mir nur aufgrund dessen, was er nicht verstanden, aber gesehen hat und gehört hat. So zu deiner Ermutigung, das funktioniert. Und es hat immer Impact. Und das Ganze hat natürlich auch Impact auf Lobpreis und Anbetung Gottes. Und dann möchte ich mal die ganz sanft, ganz leicht herausfordernd fragen. Lobpreis und Anbetung, ist das nur eine Privatsache zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir? Ja, nochmal, wir sind Könige und Priester. Und auch das sind wir immer, das ist unsere Berufung. Und ein königliches Priestertum sind wir nicht für uns selbst. Schon gar nicht, wenn wir zur Celebration ins Haus Gottes kommen. Auch hier sind wir königliche Priester für andere. Wir alle, die zum Gospelforum gehören, wir sind aktive Gastgeber. Wir sind Priester und ein Link zwischen Himmel und Erde für andere. Hey, du darfst gerne, ich möchte das nochmal sagen, so anbeten, wie du möchtest. Das ist kein Dogma für eine bestimmte Anbetungshaltung oder so. Gott sieht ja das Herz. Und was du außen tust
Und was innen ist, das muss übereinkommen, das zerreißt dich sonst auf Dauer. Das wird nicht funktionieren. Aber diese Angleichung vom Äußeren und Inneren, die kann tatsächlich in zwei Richtungen stattfinden. Ja? Geht es mir schlecht, so innerlich, dann kann ich das die ganze Welt nach außen sehen lassen. Aber dann habe ich nicht in jedem Fall Authentizität im biblischen Sinne verstanden, wenn andere den Preis für meine miese Laune bezahlen. Ja, so sollte es nicht gehen. Ich kann andere auch anlächeln. Ich kann zu anderen freundlich sein, selbst dann, wenn es mir schlecht geht. Und weißt du, was du zurückbekommst in aller Regel, wenn du andere anlächelst? Probier's mal aus. Ja. Wenn du 100 Menschen am Tag dein Lächeln schenkst, das ist für viele da draußen das einzige Lächeln vielleicht, was sie den ganzen Tag bekommen. Aber ich garantiere dir, du wirst mindestens 90 Lächeln selbst zurückbekommen. Und das macht was mit dir. Ja, das macht was mit dir. So, man kann auch sein Inneres dem Äußeren angleichen, wie du redest, wie du dich präsentierst. Und das hat Einfluss auf dich selbst und das hat Einfluss auch auf andere. Und die gute Nachricht lautet, du schaffst das. Du kannst das. Ja? Dich doch zum Guten angleichen, ob von außen nach innen oder von innen nach außen, denn der Geist Gottes, er hilft dir dazu. Er möchte nämlich, dass es dir gut geht. Ja, das ist sein Ziel. Und es fällt dir umso leichter, wenn wir uns stets neu vor Augen führen, was Christus für uns getan hat, was er uns erwirkt hat. Es ist so grandios und er ist es so wert. Er ist es so wert, dass wir einen Stand in der Anbetung vor ihm einnehmen und auch unsere Stimme laut in Dankbarkeit und Anbetung zu ihm erheben. Ihr lieben Friedrich Nietzsche, der Name sagt wahrscheinlich jedem etwas. Der hat vieles gesagt, wo wir nicht mit übereinstimmen, aber der hat auch ein paar Dinge gesagt, wo wir wirklich auch als Christen an uns ranlassen müssen. Wenn er zum Beispiel sagt, die Christen müssten mir Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das ist tough. Ich habe lange Zeit, wenn ich sowas gehört habe, das war mir immer egal. Ja, habe gesagt, hey, Gott sieht mein Inneres. Darauf kommt es an. Und es ist richtig, Gott sieht mein Inneres, aber es geht nicht nur um mich und Gott. Wir sind Priester. Das ist Teil meiner Berufung. Du und ich, wir sind Priester und Menschen sehen uns. Auch Menschen in deiner Nachbarschaft sehen dich. Wenn sie wissen, dass du Kind Gottes bist, sie sehen an dir, ob das cool ist, Jesus nachzufolgen oder nicht. Ja, wenn du mies drauf bist, dann denke ich, ach, wenn das heißt, Christ zu sein, ja, dann hole ich mir lieber was anderes. So, wir bauen immer Atmosphäre, wir sind immer Zeugnis, wir sind immer Priester. Und was sehen Menschen, wenn sie uns sehen? Liebe, ich möchte Bernd auf die Bühne bitten. Wir werden jetzt gleich noch praktisch werden. Ja, wir sind ja Trainingslager hier im Gottesdienst. Ich will von ganzem Herzen dafür werben. Für viele von euch ist es einfach eine Bestätigung. Das weiß ich, mach genauso weiter. Aber ich will dich einladen, ganz bewusst Atmosphäre mitzubauen. Und aktiv mitzugestalten für dich selbst als auch für andere, als die Priester, die wir sind. Vor Gott. Zeig anderen, was es heißt, den König zu feiern. Bau mit Atmosphäre. Stehe vor Gott, der dir das Recht gab, vor ihm zu stehen. Der dich adelt damit, vor ihm zu stehen. Der dir Freiheit und Würde gab, in das Haupt und die Hände erhoben, ihn anzubeten. Verleih der Tiefe und der Aussagekraft der Texte, die wir singen, wirklich auch Ausdruck in deinem Äußeren, soweit es dir möglich ist. Warum? Weil Atmosphäre wichtig ist. Weißt du, wir schaffen würdige Atmosphäre für wertvolle Anlässe. So oft sollte das eigentlich nicht der Fall sein, aber wer mal einen Heiratsantrag bekommen hat oder einen Heiratsantrag gegeben hat oder wer noch drauf wartet, der wird es erleben. Ja, aber du in aller Regel schaffst du für diesen Anlass eine entsprechende Atmosphäre. Eine Atmosphäre vermittelt Wert. Eine Atmosphäre vermittelt eine Botschaft. Ja? Und wenn uns etwas wertvoll ist, dann schaffen wir dafür einen entsprechenden Kontext. Atmosphäre ist attraktiv für Menschen, aber ist auch attraktiv für das Wirken Gottes. Ich lese so oft, dass Gott wirkt in Atmosphären, wo Menschen sich ihm ganz hingeben und auch die Extrameile gehen. Selbst da, wo sie müde und kaputt sind oder fertig, er ist es dennoch wert, dass wir aufstehen. Er ist der König. Und vielleicht für viele von euch war es vielleicht eine Bestätigung. Vielleicht ist es für den anderen, aber ein oder anderen doch auch etwas Freisetzendes mit drin. Ich möchte zum Schluss noch eine Story erzählen, die ich erlebt habe vor einigen Jahren in der Gemeinde. War da Gastprediger und mir wurde gesagt, ich soll am Ende der Predigt noch die Gemeinde einladen, gemeinsam in Lobpreis und Anbetung zu gehen.
Also habe ich das gemacht. Am Ende der Predigt waren circa 300-400 Leute anwesend. Habe gesagt, lass uns gemeinsam aufstehen und Gott die Ehre geben. Und dann bin ich runter an meinen Platz, stellte mich hin und dann stand ich da. Und der ganze Saal saß. Und die Band fing an zu spielen, das erste Lied. Und du stehst immer noch, aus dem Augenwinkel merkst du, du bist der Einzige, der steht im ganzen Saal. Es war eine sehr peinliche Nummer am Anfang. Wenn da, weil es wird ja mit jedem Moment, einerseits kommst du dir total dumm vor, als Einziger da zu stehen, 400 Leute schauen auf deinen Hintern. So kam ich mir vor. Und gleichzeitig, weil wenn du dich jetzt hinsetzt, hast du irgendwie verloren. Ja, das ist noch peinlicher. Also bleibst du stehen, den ersten Song. Und die Gemeinde stimmt den zweiten Song, alle singen mit, aber sie alle saßen. Und der zweite Song wird gespielt. Und dann am Ende des zweiten Liedes passierte etwas, was vielleicht der powervollste Moment in meinem Dienst war. Da kommt eine der Lobpreiserinnen auf der Bühne, nimmt ihr Instrument, stellt es ab neben sich und kommt zu mir runter und stellt sich neben mich. Und ja. Und dann standen wir da zu zweit vor Gott. Und Mitte des dritten Liedes plötzlich explodierte irgendwo links hinten im Saal eine Stimme. So laut mitsingen, dass alle, die da in der Flucht vor dieser Person saßen, mit aufsprangen, konnten gar nicht anders als mitzusingen. Und zu Beginn des vierten Liedes stand der gesamte Saal. Alle. Und wir alle lobten Gott und priesen Gott in einer völlig veränderten Atmosphäre. Warum erzähle ich euch das? Das war freisetzend für die gesamte Gemeinde. Aber das war auch freisetzend für jeden Einzelnen darin. Denn auch die größte Gemeinde besteht aus jedem Einzelnen. Und ich will dich heute Morgen einladen. Hey, auch wir sind viele und doch sind es viele Einzelne. Lass heute den Tag deiner Freisetzung sein. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du kannst, wenn es dir möglich ist. Auch wenn du müde bist oder kraftlos. Nimm den Stand ein, den Jesus dir teuer erkauft hat. Ich möchte noch zwei Verse lesen aus dem Buch des Gebets in der Bibel. Die Psalmen, Psalm 134, Vers 1. Auf, preist den Herrn, alle ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Und ein Psalm weiter, lobt den Namen des Herrn, lobt ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam unsere Stimme, unsere Hände erheben und Gott alle Ehre geben. Ihm singen. Halleluja.